Herzlich willkommen zu unserem Willkommen-Online-Austausch. Heute wieder von der Welcome Alliance und der Bertelsmann Stiftung. Es geht um das wichtige Thema Wohnen und Unterbringung von Geflüchteten. Viele Kommunen sind sehr belastet und wir stellen heute vor eine neue Plattform Helfende Wende, die den Kommunen Entlastung bringen sollen, denn keine Kommune möchte ihre Geflüchteten in Sporthallen unterbringen. Das wollen alle vermeiden. Menschenwürdige Unterkunft ist das Gebot der Stunde. Aber wie das gelingen kann, darum geht es heute eben mit dieser Plattform, aber auch im anschließenden Austausch untereinander. Jetzt übergebe ich an Katharin Hartwig, meine Kollegin von der Welcome Alliance, zum Ablauf. Genau, danke. Ganz kurz zum Ablauf. Anders als in unseren anderen Austauschen haben wir heute nur ein Projekt, was wir vorstellen werden. Dafür aber eben zwei Inputgeber, weil besonders an diesem Projekt ist, dass eben drei Organisationen beteiligt sind oder drei Akteure. Einmal eben das Bundesinnenministerium, einmal Wunderflats und wir als Project Together. Wir haben eben Inputgeberin aus dem BMI und von Wunderflats. Wir hören den Input oder das Projekt, werden danach Zeit für Rückfragen haben und dann auch nochmal in Kleingruppen, in Breakouts gehen, um ja, gemeinsam in den Austausch zu kommen. Wie läuft die private Unterbringung vielleicht in Ihren Kommunen vor Ort? Wie kann das gestärkt werden? Und welche Fragen haben Sie vielleicht auch an das Projekt? Und wäre das eine Möglichkeit, dass Sie das in Ihren Kommunen auch mit verankern? Wir kommen danach nochmal in größerer Runde zusammen, um dann genau das Diskutierte auch nochmal zu vergemeinschaften. Ja, ich freue mich sehr, dass Hans-Ulrich Benra heute dabei ist. Er leitet die Projektgruppe Stabaufnahme Ukraine im Bundesinnenministerium und ist damit im BMI verantwortlich für das Projekt Helfende Wende. Und von Wunderflats ist heute Jan Hase dabei, CEO und Mitgründer, der das Projekt eben auch von Anfang an mit begleitet, mit unterstützt hat und umsetzt. Ich übergebe direkt an euch und ja, freue mich, von euch zu hören. Genau, die Präsentation habt ihr dabei, perfekt. Ja, dann fange ich mal gleich an. Ich heiße Sie auch herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem Online-Austausch und hoffe, dass Sie mich alle gut verstehen können. Vielleicht kann einer ganz kurz ein Signal senden. Ja, ich sehe nickende Köpfe, wunderbar, super. Ja, also die Präsentation, die wir heute vornehmen, wird gemeinsam von Jan Hase und mir hier vorgetragen und zu meiner Person haben Sie ja eben schon ein bisschen was gehört. Ich leite den Stabaufnahme Ukraine im Bundesinnenministerium und bin aufgrund dieser Tatsache auch für die Koordination von Fragen der Unterbringung zuständig. Sowohl der staatlichen als auch der privaten Unterbringung von Geflüchteten und sowohl im Bereich der Ukraine, aber es geht auch darüber hinaus in den Asylbereich. Und aus diesem Grund bin ich, glaube ich, für Sie ein guter Gesprächspartner, um über Fragen von Wohnen und Unterbringung in den Austausch zu kommen. Ich will ganz gerne im Zusammenhang mit Helfende Wende heute und der Darstellung dieses Projektes darauf hinweisen, dass wir hier in einer besonderen Situation sind, weil dieses Projekt anders als Projekte üblicherweise eine Form der Partnerschaft beinhaltet, die wir besonders eigentlich mal hervorheben wollen. Und wenn wir auf die nächste Folie schauen können, dann sehen Sie hier schon unsere kleine Agenda heute, die mit dem Thema Partnerschaft beginnt, Visionen und Ziele beschreibt, Projektbestandteile, den Prozess, Vorteile für Kommunen insbesondere und die Möglichkeiten der Kooperation. Ich möchte ganz gerne beginnen, genau mit der Partnerschaft und Ihnen deutlich machen, dass das Neuartige an diesem Systempilotprojekt, wie wir es nennen, oder Strukturpilotprojekt der Umstand ist, dass ein öffentlicher Partner, nämlich für die Bundesregierung, das Bundesministerium des Innern und für Heimat
und ein zivilgesellschaftlicher Partner, nämlich die DA-Organisation Project Together und das Start-up-Unternehmen Wunderflats, Marktführer für die Unterbringung in Deutschland für die Frage des Vermietens auf Zeit, also Deutschlands Marktführer für möbliertes Wohnen auf Zeit, hier zusammenkommen, um dieses Projekt gemeinsam zum Erfolg zu bringen. Wir haben uns als Ziel gesetzt, innerhalb eines überschaubaren Zeitrahmens dieses Projekt in seinen verschiedenen Facetten durchzuführen, wie die einzelnen technischen Bereiche dabei abgedeckt werden können, werden Sie gleich in dem Teil von Jan Hase hören. Ich will vielleicht vorab zu dem Thema Partnerschaft nur sagen, dass wir hier in dieser Dreierkonstellation eines öffentlichen Partners, eines zivilgesellschaftlichen Partners und eines Unternehmens auch ein Stück weit Neuland betreiben. Und weil es eben darum geht, Menschen in einer besonderen Situation, nämlich Geflüchtete, zu betreuen, ist es uns auch wichtig, denjenigen Teil der Zivilgesellschaft zu integrieren, der hier eine besondere Kompetenz besitzt. Deswegen haben wir IPSO, die International Psychosocial Organization, mit dazugenommen, und das Deutsche Rote Kreuz als Stillenpartner, wie auch Refugee Hub, die die einzelnen Bedürfnisse der Geflüchteten über verschiedene Stufen in dem System erfragen, unterstützen, als Lotsen tätig werden und auf diese Weise auch die Nachhaltigkeit des Projektes weiter voranbringen. Vielleicht noch zu den Projektpartnern, neben dem Ihnen natürlich bekannten Innenministerium, das insbesondere für das politische Backing des Projektes verantwortlich zeichnet, für die Unterstützung bei der finanziellen Inanspruchnahme der EU-Fördermittel und die Einbindung insbesondere auch der Länder und Kommunen auf der staatlichen Ebene, ist es im Bereich der Zivilgesellschaft vor allen Dingen die Konnektivität zu den unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Akteuren und Gruppen. Und all diesen bringen wir zusammen und lassen es dann in einen technischen Workflow einfließen, der von Wunderflats so erfolgreich vorbereitet wurde und aktiviert worden ist, und auf diese Weise funktioniert diese Partnerschaft. Wichtig ist uns dabei vor allen Dingen Resilienz zu schaffen, zu zeigen, dass durch ein solches Projekt die Unterbringung von Menschen in Deutschland in einer besonderen geflüchteten Situation so vorangetrieben werden kann, dass sie nachhaltig in der Lage ist, auch Integration zu fördern, wenn wir davon ausgehen, dass Unterbringung ein wichtiger erster Schritt dafür ist. Und ein weiterer wäre dann natürlich die mit der Unterbringung einhergehenden Aspekte wie zum Beispiel Arbeitsmarktintegration. Aber die Unterbringung ist uns ganz vorne als das erste Moment wichtig. Bitte die nächste Folie. Die Hauptziele des Projektes sind insbesondere die Entlastung der staatlichen Unterbringung, die Aktivierung durch die Aktivierung zusätzlicher Kapazitäten. Ich glaube nicht, dass sich das angesichts der gegenwärtigen Diskussion um die Unterbringung von mehr als 1 Million geflüchteten Ukrainern in Deutschland im zu 80% privaten Bereich, aber auch durch die belasteten Unterbringungssysteme der Kommunen, durch den Zugang von Asylsuchenden besonders erklären muss. Ich denke, dass es für Sie allen klar ist, dass die staatlichen Unterbringungssysteme unter Druck sind und wir deswegen Möglichkeiten der Entlastung finden müssen, die in der Aktivierung, insbesondere auch der zusätzlichen Unterbringungskapazitäten der privaten Unterbringung liegt. Hier muss man dazu sagen, dass wir durch die beiden Flüchtlingsgipfel, die wir im vergangenen Jahr durchgeführt haben, in die Situation gekommen sind, dass wir sehr schnell festgestellt haben, dass es wichtig ist, dass staatliche und zivile Partner zusammenarbeiten und dass durch die unterschiedlichen Akteure in einem Workshop mit dem Hasso-Plattner-Institut in der Diskussion sehr stark in den Vordergrund trat, dass insbesondere der zivilgesellschaftliche Bereich und die private Unterbringung hier einen ganz wichtigen Beitrag leisten können und Wunderflats als diejenigen in diesem Projekt, die als
Deutschlands Marktführer eben für dieses möblierte Wohnen auch Zeit, sehr viel Erfahrung einbringen können, ein idealer Partner sind, um auszuprobieren, inwieweit wir durch die unterstützte private Unterbringung das staatliche Unterbringungssystem nachhaltig entlasten können. Daneben ist das zweite Hauptziel die Förderung der Integration von Geflüchteten durch die Anbindung an die Aufnahmegesellschaft in Deutschland und eine bedarfsgerechte Unterbringung. Dabei fließen alle Aspekte ein, die für eine moderne Unterbringung von Menschen in Deutschland von Bedeutung sind. Und das geht also von den Mindeststandards für eine Unterbringung von Menschen, die wir auch im Zusammenhang mit der Asylunterbringung diskutieren, bis hin zu der Frage, wie wir im Bereich der privaten Unterbringung eine sinnvolle Zusammenschau von Bedarf und Möglichkeiten der Unterbringung finden können. Und das dritte Hauptziel ist dann die Stärkung und Unterstützung des zivilgesellschaftlichen Engagements. Und hier geht es vor allem darum, die von mir beschriebene Resilienz der Gesellschaft insgesamt nach vorne zu bringen, alle Kräfte zu mobilisieren, die für die Integration von Menschen in dieser besonderen Flüchtlingssituation in Deutschland von Bedeutung sind, um damit auch Erkenntnisse zu gewinnen für zukünftige krisenhafte Situationen, die uns möglicherweise in ähnlichem Umfang erfordern und hier auch Anforderungen an die Gesellschaft insgesamt stellen. Jetzt würde ich gerne übergeben an Jan Haase, der diesen Teil der Präsentation jetzt übernimmt. Danke, Benra. Auch nochmal von mir willkommen. Mein Name ist Jan Haase von Wunderflats. Und genau, ich möchte jetzt so ein bisschen über die Handlungsfelder von Helfende Wende sprechen, von dem Pilotprojekt, das Herr Benra erwähnt hat. Und es lässt sich in drei Teile unterteilen. Einmal die Matching-Plattform. Das ist eine digitale Plattform, die online stattfindet, wo Geflüchtete und Vermietende zusammenkommen. Wie das genau funktioniert, da gehen wir gleich nochmal ins Detail. Dann ein Begleit- und Unterstützungskonzept bzw. Angebote, wo es um die psychische Betreuung, auch um Mediation zwischen Geflüchteten und Vermietern geht und das sogenannte Ampelsystem. Erzähle ich auch gleich nochmal im Detail, was das, worum es sich da dreht. Und zu guter Letzt eine Aktivierungskampagne, denn wir können niemanden matchen, wenn die Zivilgesellschaft nicht den Wohnraum auch online verfügbar macht, beziehungsweise transparent zugänglich, sodass Leute zusammengeführt werden können. Und die Teile gehe ich jetzt jeweils etwas tiefer. Erstmal zur Matching-Plattform. Das ist eine etwas überladene Folie, aber erstmal ganz grob kann man sich das vorstellen, wie alles, was man online bucht oder kauft. Das heißt, es werden Sachen dargestellt. In unserem Fall sind es Wohnungsangebote von Vermietenden, die gerne an Geflüchtete vermieten wollen. Und Geflüchtete können direkt über die Seite diese Angebote sehen und dann, wie hier in diesen vier Schritten dargestellt, dann anfragen bis hin zum Mietvertrag. Was dabei alles stattfindet, ist unter anderem die Verifizierung von Geflüchteten als auch von den Vermietenden. Das heißt, es werden Ausweise oder Ausweisdokumente überprüft, um so sicherzustellen, dass es sich die richtigen Leute handelt, die hier zusammengeführt werden sollen. Und es werden auch weitere Verifizierungen durchgeführt im Laufe des Prozesses. Dann ist es so, dass wenn ein Geflüchteter eine Buchungsanfrage stellt für eine Wohnung, dass Vermietende die Anfragen sehen. Das findet komplett anonym statt. Das heißt, die Vermietenden sehen weder die Namen noch die Herkunft oder Ähnliches von den Geflüchteten, sondern nur, wie ist die Gruppenzusammensetzung, wie lange wollen die Leute bleiben und sehr quasi die Fakten, um die es auch geht bei der Unterbringung. Dann ist es so, dass ein Vermieter oder die vermietende Person die Anfrage nochmal bestätigt. Ne? Also ich sehe die Anfragen, ich kann eine auswählen die geflüchtete Gruppe, die geflüchtete Person bekommt dann eine Benachrichtigung und muss auf ihrer Seite auch nochmal final bestätigen, dass sie dort wirklich einziehen wollen. Dieser Schritt ist klingt vielleicht erstmal überflüssig, dieses Hin und Her. Es hat aber gezeigt, dass in dieser dynamischen Situation ist sehr wichtig, dass die Leute man committed sind, also sich quasi wirklich auf wirklich vorhaben, dort hinzugehen und nicht
dann unterwegs eine andere Unterkunft wählen oder eben nur mal testen, ob sie irgendwo unterkommen könnten, sondern wirklich nochmal bestätigen, dass sie dort wohnen wollen. Und zu guter Letzt, nachdem die Personen gematcht wurden, wird ein Standardmietvertrag, der ist mit Jobcentern über den Städte- und Gemeindebund abgestimmt worden, wird ein Standardmietvertrag online angezeigt und auch erstellt, der auch online unterschrieben werden kann. Und die Kontaktinformationen werden an diesem Punkt geteilt, sodass dann die vermietende Person der geflüchteten Person auch helfen kann oder koordinieren kann, wie man zur Wohnung kommt und mit weiteren Informationen dann bereitsteht. Dann zur Sicherheit. Ein Grund, warum das digitale Produkt hier so wichtig ist, ist, weil wir sehr viel Sicherheitsfeatures oder ne, Sicherheitsfeatures, versteht man, in der Plattform verfügbar machen. Unter anderem eben durch unseren Partner Verif, der kostenfrei alle Ausweise überprüft und das sicherheitskonform auch ablegt, speichert und auch löscht, sodass wir die Daten niemals sehen, sondern nur, wenn es Problemfälle gibt, kann man sie abrufen. Des Weiteren ist die Plattform komplett DSGVO-konform. Und was auch sehr wichtig ist, was sich nach der Anfangszeit herausgestellt hat, ist, dass die Kontaktdaten nur nach einem erfolgreichen Matching geteilt werden dürfen. Also es gab sehr viele kleine Matching-Organisationen, die es manuell gemacht haben, wo teilweise dann die Adressen, Telefonnummern der Vermietenden öffentlich zugänglich waren, online oder auch im öffentlichen Raum. Das darf natürlich nicht passieren. Und genauso ist es auch so, dass die Geflüchteten in ihrer Person geschützt werden müssen und die Kontaktdaten jetzt wie bei anderen auch Online-Plattformen, die bekannt sind, nicht frühzeitig angezeigt werden dürfen, sodass halt nicht hunderte Namen von Geflüchteten oder Kontaktdaten bei einer vermittelnden Person landen, sondern es wirklich immer ein 1-zu-1-Matching ist. Das ist essentiell für die Sicherheit von beiden Seiten. Darüber hinaus pingen wir die Leute nach dem Matching an. Das heißt, wir fragen die Geflüchteten, ob sie wirklich in der Wohnung angekommen sind. Und hier kommt dieses Ampelsystem, was ich vorhin angesprochen habe, ins Spiel. Und zwar fragen wir nicht nur, ob die Leute angekommen sind, sondern wir fragen auch im Ampelsystem grün, gelb, rot ab, ob die Leute grün, ob alles okay ist, ne? Ich fühle mich wohl, alles ist gut gelaufen, gelb, irgendwas ist komisch, ich habe ein paar Rückfragen und rot, okay, hier stimmt was nicht, ich fühle mich nicht sicher, ich muss sofort, ich brauche eine andere Lösung. Das fragen wir ab und können dementsprechend reagieren. Da gibt es mehrere Anknüpfungspunkte auch für zum Beispiel das Rote Kreuz oder für Ypso, über die wir später noch zu sprechen kommen. Also zivile Organisationen, Hilfsorganisationen, die dann in den Fällen helfen können. Und dieses Ampelsystem machen wir nicht nur für Geflüchtete an, sondern auch für die Vermietenden. Dass wenn zum Beispiel ein Vermieter sagt, okay, ich habe einen Geflüchteten aufgenommen, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, das sind Zeichen von zum Beispiel einem Traumata, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ich brauche Hilfe an dem Punkt, fragen wir das auch regelmäßig ab. Es gibt einmal den Check-in beim Einzug und dann einen monatlichen Check-in mit dem Ampelsystem, sodass wir immer wieder in die Betreuung gehen, aber eben nur an der Stelle, wo es auch benötigt wird und nicht quasi tausende Leute an Kapazität aufbauen müssen, die einfach hingehen und ins Blaue hinein probieren zu helfen. Und dann ist es so, wir sind eine Online-Plattform, bei uns finden sehr viele Transaktionen statt. Die Plattform wird ständig überwacht. Die Plattform ist 24/7 verfügbar und wird nicht nur eben auf Verfügbarkeit überwacht, sondern auch auf Sicherheit, unter anderem auch vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Da es hier natürlich um sehr sensible Daten geht und bei den Matches wirklich sichergestellt werden muss, wenn die Leute fliehen, dass sie dann in Deutschland auch eine sichere Unterkunft haben und nicht es dann an der Technik an irgendeiner Stelle hapert. Dann zu dem Begleit- und Unterstützungsangebot, das hatte ich auch schon mal erwähnt. Ypso ist hier ein Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, die International Psychosocial Organization. Immer wieder ein Zungenbrecher. Was die im Endeffekt anbieten, sind Online-Infoveranstaltungen, auch Schulungen für Vermieter, Vermietende, als auch
aber hauptsächlich für Vermietende in dem Fall, wo unter anderem erklärt wird, wie gehe ich mit Kriegstraumata um oder mit Menschen, die bei mir untergekommen sind. Auch ne, Fortbildungsangebote. Es ist sehr, sehr zielorientiert, bedarfsorientiert, sodass wir wirklich gezielt helfen können über das Ampelsystem. Dann kann Ipso auch unterstützen bei Konfliktklärung bzw. der Mediation, die wir erwähnt haben. Was passiert, wenn Geflüchtete und Vermietende sich zusammengefunden haben, sich entschieden haben, ne, jetzt zusammen zu wohnen, vielleicht sogar in einer Wohnung und es kommt zu Konflikten. Da kann es helfen, wenn es eine dritte Instanz gibt, die auch als Gesprächspartner, als Mediator bereitsteht, um hier zu helfen. Und das findet jetzt auf Deutsch und auf Ukrainisch statt, was sehr hilfreich ist. Und dann natürlich weitere Netzwerkarbeit. Da sind wir eh alle die ganze Zeit involviert, dass wir möglichst viele Leute zusammenbringen wollen und auch Leute, die unterstützen wollen, an den richtigen Stellen hier im Prozess einbinden können. Genau, dann zu den Vorteilen von Kommunen, weil wir machen das ja nicht als Selbstzweck oder nur gezielt, sondern wir wollen die Kommunen entlasten bei der Unterbringung. Das Projekt ist komplett kostenfrei. Das heißt, es wird von Technologie wird kostenfrei angeboten. Das matchen auch die Begleitkonzepte. Unter anderem wurde das Projekt oder wird das Projekt von der Europäischen Union gefördert, was auch sicherstellt, dass das Projekt kostenfrei bleibt. Auch wir als Wunderflats geben einen Teil an mit den Reihen, einen sehr signifikanten Teil, sodass das sichergestellt ist. Dazu ist auch zu erwähnen, dass der Wohnraum, der angeboten wird, zu 70-80% kostenfrei angeboten wird. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Das heißt, obwohl die Kommunen ja die Kosten der Unterkunft auch bei privaten Unterbringungen übernehmen, ist es hier so, dass 70-80% der angebotenen Wohnungen kostenfrei, also für 0 Euro im Monat angeboten werden. Genau, ist sehr wichtig. Aktuell ist es so, ich habe vor unserem Call noch mal reingeschaut, von den aktuell verfügbaren Wohnungen sind 36% kostenfrei und zwei Drittel werden unter 500 Euro im Monat angeboten. Genau. Dann für die Kommunen können wir mit diesem Projekt auch Transparenz und Kontrolle über die private Unterbringung anbieten. Also aktuell ist es ja so, dass das komplett über viele Organisationen verteilt stattfindet. Man weiß gar nicht, wie viel passiert da überhaupt. Wenn wir das zentralisieren auf einer Plattform, dann ermöglicht uns das auch erst zu verstehen, okay, wie sind denn die Ströme, wie viele Leute kommen denn wo an, wann wird angefragt, wo wollen die Leute hin? Das ist was, womit wir mit dem Projekt dann auch hin können und so halt auch die Verteilung optimieren. Und genau, die Wohnsitzauflage wird unterstützt. Bevor ein Geflüchteter eine Wohnung anfragt, wird abgefragt, ob sie nach Königsteiner Schlüssel verteilt wurden, also ob sie eine Wohnsitzauflage haben, sodass dann auch nur Wohnungen in der Region angezeigt werden. Es ist jedoch auch so, dass auch Leute, die noch keine Wohnsitzauflage haben, dies angeben können und dann zum Beispiel aus der Ukraine raus, jetzt in dem Fall, auch schon Wohnraum anfragen können und dann gezielt wissen, okay, ich muss jetzt nach, ich habe jetzt was in Paderborn und bleibe eben nicht in Berlin oder woanders auch stecken, sondern gehe direkt dahin. So können wir auch frühzeitig schon effizientere Verteilung erreichen. Vor allem mit dem Ampelsystem sind weitere Anknüpfungspunkte möglich. Und zwar können in diesem Begleitkonzept können lokale Organisationen oder Beratungsdienste eigenständige Betreuung auch anbieten. Das heißt also, man kann hier wirklich in einer Kommune auf sehr detailliertem Level automatisch, wenn ein Vermieter da ein Problem hat, das mit einer lokalen Organisation verbinden. Und es muss nicht das Deutsche Rote Kreuz sein, was wirklich deutschlandweit organisiert, operiert. Das ist auch wichtig zu verstehen. Und wir arbeiten sehr eng zusammen mit, ne, in dem Projekt mit dem BMI, aber auch natürlich mit den Kommunen. Und es gibt auch die Möglichkeit, dann mit den Hosts und mit den Geflüchteten in Kontakt zu treten. Also die Daten sind wie gesagt da und wenn zugestimmt wird, dann ist das auch kein Problem. Und anonymisiertes Teilen von den Daten ist sowieso was, was wir dauerhaft machen. Genau, dann würde ich mal zurück an Herrn Bendra geben. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne diese Folie zum Anlass nehmen, eine kleine
Werbeaktion zu starten, nämlich deutlich zu machen, dass wir in diesem Projekt darauf angewiesen sind, dass insbesondere die Kommunen dieses Projekt positiv begleiten und unterstützen. Die Entlastung, von der wir sprechen, ist ja auch davon abhängig, dass wir gemeinsam Möglichkeiten identifizieren, wie diese Unterstützung aussehen kann. Und eine Möglichkeit ist eben, dass wir den Kommunen mittelbar dabei behilflich sind, Daten über die zivile Unterbringung zu erhalten, um eventuell den Leerstand nutzbar zu machen. Dazu wird es einen Fragebogen geben, der für Kommunen zielgerichtet in der Vorbereitung ist, um ihre Bedarfe besser zu verstehen. Und gleichzeitig bereitet die Firma Wunderflats auch eine gemeinsame Konferenz mit den Kommunen vor, um bei dieser Gelegenheit in den Austausch zu kommen. Das Ziel ist ganz klar, um den Aufwand und auch die Leistungsfähigkeit der Kommunen hier in den Blick zu nehmen, den Aufwand zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu erhöhen und auf der anderen Seite aber auch wieder das zivile Engagement zu stärken, um damit einen wichtigen Beitrag zur Integration zu leisten. Ja, damit kommen wir eigentlich schon zur letzten Folie, mit der wir uns für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und jetzt gespannt sind auf die Fragen, die Sie stellen mögen und die Eindrücke, die Sie mit uns teilen. Vielen Dank und ja, ich bin gespannt auf die Diskussion. Also ganz herzlichen Dank an diese spannenden Einblicke in dieses tolle Projekt. Ich sage das, weil ich selber mitkriege, die Kommunen ächzen wirklich bei dieser Frage Wohnen und Unterbringung von Geflüchteten und Ukrainerinnen. Und wir wissen nicht jetzt die aktuellen Krisen, wie sehr das noch ansteigen wird. Also von daher die Zielsetzung, die Kommunen zu entlasten, die ist wirklich sehr wichtig. Und ich glaube, damit ist wirklich ein tolles Tool gefunden worden, diesen Weg zu gehen. Für mich persönlich ist auch diese Kombination mit IPSO und Wohlfahrtsverbänden wie DRK sehr spannend, dass es nicht nur eine Plattform ist zum Matchen, sondern auch mit Schulung und Beratung einhergeht. Und da auch der interessant, dass hier neue Wege, neue Partnerschaften gegeben werden. Wichtig finde ich, das ist ja auch jetzt mehrmals gesagt worden, dass eben die Bedarfe der Kommunen da noch berücksichtigt werden sollen. Also von daher so eine Konferenz finde ich da eine sehr gute Idee. Genau, kurzer Blick zu Katalin. Hast du noch was zu ergänzen? Nee, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Vielleicht für alle, die es noch nicht gesehen haben, im Chat stehen auch noch mal die Kontaktdaten für allgemeine Anfragen zu dem Projekt, aber auch ganz konkret nochmal die Kontaktdaten zu unseren beiden Speakern heute. Ganz herzlichen Dank an dich, Jan, und an dich, Uli, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank für die spannende Diskussion dazu. Und ich glaube, jedes Feedback, jeder Hinweis bringt uns auch noch ein Stück weiter bei der Entwicklung der Plattform und auch bei der Entwicklung der Angebote, der Unterstützungsangebote drumherum. Deswegen sehr gerne einfach Feedback geben oder auch so, wir bräuchten eigentlich noch das und können wir nochmal darüber nachdenken und wie können wir uns eigentlich ganz genau andocken als Kommune. Ich glaube, diese Fragen sind sehr willkommen und ja, ich freue mich auf den nächsten Austausch. Claudia, haben wir schon ein Datum? Leider dich angucken. Mitte November, genau. Jetzt schicken wir doch mal rum. Sie sind im Verteiler, sonst loggen Sie sich ein. Ich bedanke mich auch sehr herzlich, schließe mich allen Worten an von Katalin Hartwig. Danke dir auch sehr, Katalin, für die wie immer tolle Zusammenarbeit und auch Tina Neumann für die technische Unterstützung. Also guten Mittag, guten Nachmittag und hoffentlich bis nächstes Mal und viel Erfolg bei allem, was Sie tun. Tschüss.